Hallo und willkommen zurück zu unserem KiCad-Tutorial KiCad für Anfänger. Beim letzten Mal hatten wir ja damit aufgehört, den Schaltplan und alles zu vervollständigen. Deswegen gehe ich jetzt hier mal hin und öffne den Schaltplan. Und jetzt wollen wir heute einmal damit beginnen, die eigentliche Platine zu layouten. Und das machen wir in einem Layout-Programm, das da heißt PCB New. Aber zuvor, was ich beim letzten Mal eigentlich noch sagen wollte, ist eine Sache. Und zwar, ihr seht hier in unserem Projekt den Atmega 328 und wir nutzen von dem 328 alle Pins. Jetzt ist es so, ich mache mal eben Folgendes. Ich füge mal hier ein neues Bauteil ein und zwar einen Widerstand. Platziere den mal hier unten links irgendwo in die Ecke und zoome ein wenig hinein. Kopiere mir mal hier den Ground so und verbinde dann ein Bein des Widerstandes mit dem Ground. Wenn ich jetzt hier ein Bauteil platziere, gehe ich ja natürlich wieder hin. Erstmal mache ich eine Annotation, damit das Bauteil auch eine Referenzbezeichnung, in unserem Fall R3, bekommt. Jetzt gehe ich hin und weise dem neu hinzugefügten Bauteil natürlich auch wieder einen Footprint zu. Und wir haben ja schon in unserer Schaltung zwei Footprints hier oben, die für Widerstände sind. Ich gehe einmal mit der rechten Maus auf eins der Footprints und sage Kopieren. Und unserem neuen R3 möchte ich den gleichen Footprint zuweisen, gehe dann auf unser R3 und sage dann Einfügen. Dann sage ich OK und habe schon diesem neuen Bauteil einen Footprint zugewiesen. Ich mache jetzt mal Folgendes und zwar einen Rule-Check und dann erhalten wir einen Fehler. Das ist klar, was wird hier angemosert? Es wird angemosert, hier seht ihr das an dem Pfeil. Und da sagt KiCad nichts anderes wie, hey, dieser Pin hier ist nicht angeschlossen. Zum Beispiel, ich habe jetzt ein Projekt, wo ich von diesem Atmega einfach nur die Analog-Digital-Pins nutzen möchte und die anderen brauche ich jetzt für mein Projekt gar nicht. Dann muss ich hingehen und KiCad explizit mitteilen, dass diese Pins nicht benötigt werden und nicht angeschlossen werden. Das haben wir ja beim Erstellen unseres Schaltplansymbols für den Soundgenerator schon mal gesehen, NC, Not Connected. Und wenn ich hier Bauteile benutze innerhalb meines Schaltplanes, wo ein Pin oder ein Bein nicht angeschlossen wird, dann muss ich explizit hier auf die rechte Seite gehen, einmal dieses X hier klicken und diesem Pin dann ein X zuweisen, also nicht angeschlossen. Wenn ich jetzt einen neuen Rule-Check mache, siehe da, es gibt dann auch keine Fehler mehr. Also merkt euch, wenn von einem Bauteil ein Pin oder so nicht benötigt wird, muss ich das in KiCad hier im Schaltplan-Editor explizit hier mit einem X kennzeichnen. Das wollte ich euch noch kurz mit auf den Weg geben. Ja, Freunde, nobody is perfect und da kommen wir gleich zu meinem nächsten Thema. Wir haben ja hier oben diesen Reset-Taster, da haben wir ja hier dieses Schaltsymbol eingefügt und auch einen Footprint zugewiesen und ich habe jetzt leider feststellen müssen, dass es diesen Typ, den wir dort ausgewählt haben, nicht mehr gibt, beziehungsweise sehr, sehr schlecht zu bekommen ist. Deswegen wollen wir hier für dieses Bauteil mal eben den Footprint ändern. Das Schaltsymbol können wir hier so lassen. Innerhalb des Schaltplanes ist ja alles nur logisch. Was wir ändern müssen, um einen anderen Taster hier zu benutzen, ist einfach nur der Footprint. Deswegen gehe ich hier nochmal in die Footprint-Zuweisung rein, suche mir hier in meiner Liste den Reset-Taster, das wäre hier dieser, und ich möchte diesen Footprint jetzt kurz mal ändern. Deswegen klicke ich das einmal an, gehe hier oben auf meinen Filter, und zwar hier auf dieses, und zwar ist das ein Filter, die Liste der Footprints nach Bibliotheken filtern. Das klicke ich einmal an
und gehe dann auf der ganz linken Seite hier in Button Switch THT, das steht für Button Switch Through Hall, und suche mir hier mal einen anderen Footprint, und zwar diesen. Den schaue ich mir mal an. Ja, den will ich dafür benutzen. Und sage dann hier auf der rechten Seite Doppelklick. Und schon ist hier bei meinem Reset-Switch jetzt der Footprint geändert. Ich sage unten rechts übernehmen, Schaltplan speichern und dann anschließend auf OK. Nichtsdestotrotz wollen wir gleich weitermachen. Und zwar müssen wir jetzt im nächsten Schritt eine sogenannte Netzliste erstellen. Diese Netzliste wird generiert aus diesem Schaltplan. Und zwar geht KiCad jetzt hin, schaut nach, welche Bauteile sind innerhalb des Schaltplans platziert und wie sind die verdrahtet, und generiert dann eine sogenannte Netzliste. Um das zu tun, geht man wieder hier oben auf dieses Icon mit der Schrift Net, klickt einmal, sagt dann Netzliste erstellen. Dann sieht man schon hier, hat KiCad einen Dateinamen vorgegeben, nämlich unopcb.net. Ich sage dann anschließend Speichern und schon habe ich die Netzliste erstellt. Wenn ich zu dem Startbildschirm von KiCad gehe, dann sehe ich hier auf der linken Seite unopcb.net. Er hat also die Netzliste innerhalb unseres Projektes eingefügt. Jetzt muss man wissen, dass dies alles im Schaltplan, wie schon oft erwähnt, nur logisch ist. Und wir wollen ja eine physikalisch anfassbare Platine erstellen. Und dazu wechseln wir jetzt in den Platinen-Layout-Editor, und der heißt in KiCad PCB New. Das verbirgt sich hier hinter diesem Icon hier oben in der obersten Zeile. Ich klicke einmal. Und ich erhalte hier auch ein Programm, das ähnlich aussieht wie unser Schaltplan-Editor. Da sind jetzt natürlich noch keine Bauteile drin und hier ist auch noch nichts eingefügt. Das erreiche ich jetzt dadurch, dass ich jetzt hier die soeben erstellte Netzliste mir mal in PCB New einlade. Und zwar klicke ich hier oben wieder auf dieses Icon Net. Und ihr seht dann hier, wie schon mal erwähnt, dass hier unten in der Liste alles grün ist. Er hat also die Netzliste eingelesen und hier zeigt er an, welche Bauteile er hier aus der Netzliste alles eingelesen hat. Scrollt auch hier mal durch und schaut, ob hier nichts irgendetwas rot angezeigt wird oder Fehler angezeigt werden. Wie schon gesagt, dann liegt es zu 99,9% daran, dass ihr bei den Footprint-Zuweisungen einen Fehler gemacht habt. Als nächstes gehe ich hin und sage jetzt hier PCB aktualisieren. Ich klicke einmal, gehe dann auf Schließen und habe jetzt schon hier meine ganzen Bauteile am Fadenkreuz. Ich klicke einmal irgendwo und platziere es mir mal innerhalb meines Blattes hier. Gehe dann hin und zentriere das Ganze nochmal. Und ihr seht jetzt hier meine ganzen Bauteile, die er aus dem Schaltplan übernommen hat. Und ihr seht jetzt hier auch die ganzen Luftlinien. Damit zeigt euch KiCad an, welcher Pin jetzt hier mit welchem Pin verbunden werden muss. Ja, wir kommen jetzt zum spannenden Teil, nämlich der Platzierung der einzelnen Bauteile, wie ich das hinterher alles auf der Platine platziert haben möchte. Und damit machen wir jetzt weiter. Jetzt sieht das Ganze natürlich erst einmal ziemlich wüst aus hier, die ganzen Luftlinien. Und damit ich jetzt hier von den ganzen Luftlinien jetzt erst einmal nicht erschlagen werde, gehe ich jetzt mal hin, hier auf der linken Seite, da gibt es ein Icon, und zwar dieses hier, da klicke ich einmal drauf und schon werden erstmal die Luftlinien hier ausgeblendet. So. Wenn ich hier mal reinscrolle, dann seht ihr hier auch eine Menge an Schrift, die so ein bisschen irritierend ist.
Hier gibt es zwei Lagen, und zwar hier unten die F-Fab und B-Fab. Das sind Fabrikationsleer. Wenn ich die mal abwähle, indem ich das Haken davon wegnehme, dann seht ihr, wird meine Platine schon ein wenig übersichtlicher. Da sehe ich schon meine Bauteile ein bisschen klarer. Diese F-Fab und B-Fab, die wird beim Herstellen der Platine eigentlich nicht mitproduziert. Deswegen kann man die hier auf der rechten Seite durchaus abwählen. Als nächstes gehe ich immer hin, scroll noch mal ein bisschen hinaus, so dass ich hier mal ein wenig Platz habe, und klicke mal jetzt hier meine Pin-Headers an, den J2 hier zuerst, sage mal Move und positioniere mir meine ganzen Pin-Headers mit Move mal eben an die Seite. Sortiere mir das ein wenig erstmal so. Dann nehme ich mir meine Widerstände und platziere mir die mal hier darunter. Move. Jetzt nehme ich mir mal hier meine Printmontagenlüsterklemme und platziere mir die mal hier hin und gehe dann hin, nehme mir meine Kondensatoren, dann den Quarz, den nächsten Kondensator und dann habe ich hier noch einen Kondensator, den tue ich auch mal daneben. Jetzt habe ich hier noch meine Diode. Wenn man das Bauteil bewegen will, passiert es oft, dass man nicht das Bauteil markiert, um es hinterher mit Move zu bewegen, sondern das Pad von dem Bauteil, also das Lötauge. Wenn das mal der Fall ist, müsst ihr dann halt nochmal klicken und dann eben Move machen, sodass ihr das gesamte Bauteil bewegen könnt. Ich nehme mal jetzt hier meinen Switch und dann meinen letzten Kondensator und bewege ihn auch mal hierhin. So, jetzt mache ich mal Folgendes. Ich nehme jetzt als erstes hier meinen Atmega 328, sage dann mal Move und ich platziere mir den mal eben so. Jetzt gehe ich einfach hin und bin erstmal damit beschäftigt, meine Bauteile zu platzieren. Ich mache mir natürlich im Vorfeld schon Gedanken, wie soll meine Platine denn am Ende aussehen? Wo sollen die Bauteile innerhalb der Platine denn platziert werden? Und zwar gehe ich meistens hin und mache mir hier eine kleine Skizze oder Zeichnung, wie denn im Endeffekt hinterher die Bauteile auf meiner Platine platziert werden sollen. Sollte man sich auch Gedanken im Vorfeld drüber machen, damit man dann mehr ein wenig Zeit spart hinterher beim Platzieren der Bauteile innerhalb von PCB New. Also ich habe jetzt hier den 328. Ich schalte nochmal hier auf der linken Seite meine Netzlinien ein. Warum mache ich das? Ganz einfach. Wenn ich mir jetzt hier mal meine Kondensatoren und gehe mal hier hin, dann seht ihr das schon, dass hier die Linien gekreuzt sind. Das würde ja dann hinterher dazu führen, wenn ich dann meine Leiterbahn ziehe, dass ich da in Schwierigkeiten kommen werde. Deswegen achte ich beim Platzieren der Bauteile auch darauf, dass ich so wenig Kreuzungen wie möglich habe. Ja, also wenn die so gekreuzt sind, dann ist das meistens hinterher schlecht, die Leiterbahn da zu verbinden mit den beiden Bauteilen. Natürlich ist es nicht möglich, bei vielen Bauteilen alle Kreuzungen hier zu vermeiden. Das wird wohl bei mehreren Bauteilen eine Sache sein, die unmöglich ist. Aber nach Möglichkeit sollte man da so ein wenig drauf achten. Deswegen gehe ich dann immer hin und rotiere mir das Bauteil dann so, dass die Leiterbahnen nach Möglichkeit von den Pins einfach verdrahtet werden können, also beziehungsweise geroutet werden können mit Leiterbahnen. Und so gehe ich jetzt hier einmal hin und platziere mir dann all meine Bauteile, nehme jetzt als nächstes hier meinen Reset-Switch, sage Move und schau mal an,
wo ich den platzieren kann. Hier kreuzen sich auch wieder meine Luftlinien. Deswegen werde ich den jetzt hier auch mal rotieren mit R. So, jetzt kreuzen sie sich schon nicht mehr. Aber nochmal so vielleicht. Und ihr seht, ich kann dann hinterher eine Leiterbahn ziehen von hier nach da und gerade hoch nach da. Ja, Freunde, ich mache jetzt nichts anderes, wie hier meine Bauteile zu platzieren an den richtigen Stellen hier. Es würde jetzt wenig Sinn machen, dass ich jetzt hier weiter aufnehmen würde. Deswegen mache ich jetzt hier mal einen Cut und melde mich dann wieder, wenn ich dann die Bauteile alle platziert habe. So, das hat natürlich einige Zeit gedauert, bis ich das hier so alles platziert habe und dann mit dem Ergebnis zufrieden bin. Natürlich habe auch ich nicht geschafft, die Bauteile so zu platzieren, dass sich keine Luftlinien mehr kreuzen. Ich schalte mal eben hier Luftlinien nochmal ein und ihr seht, auch ich habe immer noch Kreuzungen drin. Aber solche Dinge wie hier, jetzt dieser Pinheader, den habe ich natürlich so platziert, dass sie hier gerade mit Leiterbahnen verdrahtet werden können. Ja, ich könnte eventuell hier unten nochmal diesen J6, da habe ich noch eine Kreuzung drin. Und wenn ich das Bauteil anklicke und einmal rotiere, dann habe ich auch diese Kreuzung weg und gehe dann nochmal hin und platziere mir den vielleicht noch so hier hin. Ich platziere mal die Platine eben in der Mitte. Jetzt seht ihr aber schon, dass es bei mehreren Bauteilen fast unmöglich ist, keine Kreuzung mehr drinne zu haben. Macht aber auch nichts. Achtet nur darauf, so wenig wie möglich. So, ich zoome mal ein bisschen hinaus und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo viele Leute Probleme mit haben. Und zwar ist es ja so, dass jedes Bauteil auf meiner Platine eine ganz bestimmte Größe hat. Die ist beim Zeichnen des Footprintes natürlich exakt angegeben worden. Ja? Das ist einfach die exakte Bauteilgröße. Und die exakte Bauteilgröße in KiCad nennt man Chordiat. Das sind die sogenannten Chordiat-Linien. Wenn ich jetzt hier mal auf den Pinheader hier reinzoome, dann seht ihr hier außerhalb so eine weiße Linie. Das ist das absolute Maß von diesem Bauteil, von diesem Pinheader. Und der nennt sich Chordiat. Und da gibt es auch zwei eigene Layer für. Die seht ihr jetzt hier auf der rechten Seite, nämlich FCRTYD und BCRTYD. B für die Unterseite und F-Chordiat für die Oberseite. Jetzt muss man beim Platzieren dieser Bauteile darauf achten, dass sich die Bauteile ja nicht gegenseitig verdrängen. Ja? Wenn man mal hinauszoomt, dann hat man den Eindruck, dass zum Beispiel hier oben der C2 sich mit dem R1 in die Quere kommt. Das sieht im Endeffekt erstmal hier so aus, als ob die sich hier oben berühren oder verdrängen. Aber es ist nicht so. Wenn ich mal hineinzoome, seht ihr, dass hier noch Luft zwischen ist. Auch zwischen der Lüsterklemme und dem R1. Wenn ich da mal reinzoome, dann seht ihr hier, habe ich Platz gelassen. Ich platziere den jetzt mal so, dass der sich überlappt, also den R1 eigentlich verdrängen wird. So, ich zoome da mal rein. Ihr seht, die Außenmaße von meinem R1 verdrängen jetzt hier meine Printmontagenlüsterklemme. Ja, das seht ihr hier unten auch. Das geht nicht. Wir machen nachher auch sowas Ähnliches, wie wir schon im Schaltplan gemacht haben. Im Schaltplan haben wir einen Rule-Check gemacht. Und ihr seht hier oben schon diesen Marienkäfer auch in der obersten Zeile hier. Dahinter verbirgt sich der Design-Rule-Check.
nachher, wenn wir alle Leiterbahnen und alles fertig haben, machen wir diesen Check. Und wenn ihr dann hier Bauteile platziert, die sich gegenseitig verdrängen, dann bekommt ihr einen Fehler. Dann sagt KiCad irgendetwas, einen Fehler mit Chordiat. Und ihr wisst jetzt, was mit diesem Wort Chordiat gemeint ist. So, ich mache das nochmal rückgängig hier, so dass ich hier wieder Platz zwischen habe. So, als nächstes machen wir nichts anderes, indem wir jetzt hier unseren Edge Cut zeichnen werden. Dazu blende ich nochmal diese Luftlinien aus, die stören und irritieren mich immer. Und gehe dann in meinem Layer Edge Cut, dort ist er, gehe dann hier auf Linien zeichnen und zeichne jetzt einfach so nah wie möglich meinen Edge Cut um die gesamten Bauteile herum. Und ihr seht hier, weil ich das große Fadenkreuz hier auf der linken Seite wieder angeklickt habe, dass mir jetzt das zu Hilfe kommt. Und zwar sehe ich jetzt hier, wann ich denn jetzt hier klicken kann, damit ich so nah wie möglich an den Bauteilen rankomme. Gehe dann nach unten, gehe so nah wie möglich an den J6. Und jetzt hilft mir auch hier das große Fadenkreuz, um hier oben links das Ende zu kriegen. Zoome dann mal stark hinein, damit ich den Edge Cut auch komplett schließe. Na, noch ein bisschen hineinzoomen. So, jetzt habe ich dieses Kreissymbol da und ich klicke einmal und der Edge Cut ist jetzt geschlossen. Ich zentriere das Ganze mal mittig. So weit, so gut. Wir haben uns hier schon ein ganzes Stückchen vorgearbeitet. Ich schalte nochmal die Netzlinien ein und sag jetzt mal, dass wir hier erstmal beenden sollten. Ich bedanke mich erstmal und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Und falls Fragen sind, wie immer in die Kommentare. Ich beende das Ganze jetzt hier mal, indem ich einmal noch hier Speichern klicke. Und dann eben für heute das Video beende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Jürgen.